Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zur dritten Folge Outriders. Wir sind in einer sehr freundlichen Umgebung hier. Das glaube ich einfach nicht. Ihr seid doch durchgeknallt. Das alles ist völlig verwirrt. Ist es! Dann ab jetzt Niemandsland, Kumpel! Ach du Scheiße. Was haben die auf dem Planeten gemacht? Keine Ahnung, wie viele hundert Jahre wir geschlafen haben. Aber von dem schönen Neuanfang auf einem neuen Planeten ist hier gar keine Spur mehr zu sehen. Fuck. Leck mich. Ach du Scheiße. Autsch. Hat sich der Kälteschlaf doch gelohnt, direkt am ersten Tag nach dem Wiedererwachen. Direkt gestorben. So, wir können uns jetzt aussuchen, welche Klasse wir werden wollen. Technomant, hohe Reichweite, Unterstützer, Gadgets. Pyromant, mittlere Reichweite, Beschwörer, Feuer, Assassine, kurze Reichweite, Überfalltaktiken, Raum, Zeitverzerrung. Verwüster, kurze Reichweite, ist eher der Tank und Stellung halten. Das ist eine sehr, sehr gute Entscheidung. Also Tank ist nicht so meins, weil ich habe es generell jetzt erstmal vor, auch ein bisschen Solo zu zocken. Und deshalb würde ich eher zwischen den beiden hier schwanken. Denke mal hier, weil ich finde, mittlere Reichweite ist okay, um Beschwörer Feuer generell so ein bisschen mit ein paar Flammen zu spucken. Klingt doch sehr geil. Lass Feuer auf deine Gegner herabregnen, setze ganze Trupps in Brand und heile deine Wunden, während die Feinde im Inferno umkommen. Als Pyromant stellst du Leben wieder her, wenn Gegner dich durch deine Fähigkeit markiert sind, getötet werden. Das klingt gut. Bevor wir das andere jetzt durchlesen, wir nehmen es einfach. Man kann sich ja auch sicherlich mehrere Charaktere erstellen und notfalls nochmal was anderes ausprobieren. Die Anomalie scheint wohl nur ein temporäres Ereignis zu sein. Okay, sagt er. So wird. Das würde ich auch so sehen. Als Pyromant setzt du Gegner, die von deinen Fähigkeiten getroffen werden, in Brand und markierst sie. Tötest du diese Gegner im Kampf, regeneriert sich dein Leben. Das ist die effizienteste Methode, im Kampf Leben wiederherzustellen. Vielen Dank für den Tipp. Wir haben nochmal eine neue Notiz, die lesen wir uns noch durch. Was auch immer passiert, ich gehöre nicht auf diese Seite. Das Niemandsland erstreckt sich über die unbewohnbare Zone zwischen den gegnerischen Schützengräben, das Ergebnis eines Patts, das den endlosen Krieg versinnbildlicht. Hier wird der Boden täglich von gepanzerten Fahrzeugen, Bomben und den Stiefeln tausender von Soldaten aufgewühlt. Das Gebiet ist gespickt mit Stacheldraht, Panzerigeln, Blindgängern und den Leichen der Gefallenen. Tagsüber gehen nur wenige das Risiko ein, Scharfschützen vor die Visiere zu laufen oder von falsch berechnetem Artilleriefeuer in Stücke gerissen zu werden. Erst recht, wenn sie keine Lust haben, mitten in einen Angriff hineinzugeraten. Nachts erhalten große Suchscheinwerfer das Gebiet, um Eindringlinge zu entdecken und Überraschungsangriffe zu vereiteln. Okay. Gut zu wissen. Eine Fähigkeit haben wir schon, das wird wahrscheinlich dann einfach in Brand setzen sein. Erreiche die andere Seite. Es sieht mega, mega geil aus. Und ich glaube, jetzt so langsam kriegen wir den Rollenspielcharakter hier mit rein.
Oh Gott, die habe ich ja gar nicht gesehen. So, wir probieren es mal. Was geht bloß mit mir los? Ja, krass. Ich würde gerne mal wissen, was hier passiert ist. Also das sind ja anscheinend die, die aus den Kapseln dann runterkamen. Wir haben sie doch noch geholt, beziehungsweise meinte Maxwell ja, dass wir es nicht mehr aufhalten können. Und die haben sich wohl irgendwie... Das war jetzt nicht der schlauste Weg. Bin mir nicht sicher, ob die Deckung irgendwann nachgibt. Einschusslöcher kriegt sie auf jeden Fall gerade. Aber eine bessere Deckung sehe ich jetzt auf Anhieb auch nicht. Wir müssen weg. Renn doch nicht weg, mein Freund. Wir können natürlich nochmal Feuer machen. Aber es ist leider nicht so weit gekommen. Ja, auf die Entfernung bringt das nichts, aus der Hüfte zu schießen. Ich hätte gern Granaten. Irgendwie fehlen mir Granaten. Unendlich Munition haben wir auch nicht, aber zum Glück noch genügend. So, jetzt gehen wir mal hier rüber und dann gibt es ja nochmal einen Feuerangriff. Ach shit, wir müssen hier weg. Wir haben eine Hose und Stiefel gefunden. Müssen wir sicherlich erst auswählen. Nee, haben wir schon angezogen, alles klar. Zum Öffnen E gedrückt halten. Ah, hier war eine Kiste. Rostig, aber... So. Ach Gott, ich und meine Sniper-Skills. Sag mal, wie konnten der nicht treffen? Okay. Daran könnte ich mich gewöhnen. Schade, war knapp. Ach komm. Naja, dann halt kein Kopftreffer. Also ich denke, die Kombination könnte extremst geil werden. Generell so Geballer, dazu noch so ein bisschen Taktik und in Deckung gehen, plus das Rollenspiel-Ding mit Spezialfähigkeiten, die man hat. Ich denke, das hat echt Potenzial. Ich bin mal gespannt. Ich habe noch nicht viel dazu gesehen. Muss mal so ein bisschen was belesen, worum es überhaupt geht und alles drum und dran. Ich weiß nicht, die Fähigkeiten, die haben eine sehr kurze Abklingzeit. Zumindest die jetzt gerade. Hat er das jetzt aufgehoben? Nee, hat er nicht. Dann müssen wir gleich nochmal zurück. Nimm das bitte mit. Nimm's mit. Sind wir voll, oder? Gut, er nimmt's nicht mit. Hä? Alter, wo kommt denn hier her? Scheiße. Kann keine Ausweichrolle. Doch, kann ich noch. Zum Glück alles noch relativ easy hier. So, da hinten haben wir noch einen. Ich glaube, da könnte das Scharfschützengewehr mal wieder zum Einsatz kommen. Wo denn noch? Also die Waffe trifft teilweise echt schwierig. Ach Mann, warum habe ich sowas nicht? Ah, ich sehe den nicht. Einfach ins Schwarze geschossen. Ja, wir haben relativ viel Leben, aber so von sich alleine heilt es nicht, ne? Sondern halt mit diesem Gegner markieren, was da stand, und dann erledigen. Weiß nicht, ob ich die vorher noch
markieren müsste. Dieses Flackern, dieser Sturm, das habe ich schon mal gesehen. Im Wald, als wir gelandet sind. Ja, mal schauen, was es mit der Anomalie noch auf sich hat. Häufig Pumpgun. Ja, wir können sie erstmal aufheben. Okay, kurz drücken, aufheben, lange gedrückt halten, ausrüsten. Folge dem Schützengraben. Ah, wir sind mal wieder alleine und machen es gegen alle. Das sind doch immer die besten Spiele. Ich glaube, den haben wir am Kopf erwischt. Bin mir nicht ganz sicher. So. Na gut. Was können wir hier noch Schönes machen? Er ist von alleine. Ja, vielleicht träumst du auch nur. Oder es ist Rewe. Man weiß es nicht. Jetzt. Mehr als ein Kopfschuss. Ach Gott, ich bin mal wieder. Oh Gott. Alter. Ist doch gut, Junge. Ich glaube, wir sollten lieber in Deckung gehen. Ja, lauf doch schneller. Okay, also es ist auf jeden Fall kein Spiel zum ruhig durchatmen. Ja, ich glaube, jetzt hat man gerade Leben bekommen. Fähigkeit ist noch nicht abgeklungen. Die kommen gleich um die Ecke, da warten wir lieber mal noch einen Moment. Keine Ahnung, was das für Typen sind. So, wir können Fähigkeiten ändern oder neu zuweisen. Wir haben Stufe 3 erreicht. Und eine neue Fähigkeit. Aber ich kann gerade nicht zuweisen, wahrscheinlich, weil wir einfach erst 2 haben. Verzehrendes Feuer. Was macht's? Einfach so einen geraden Schuss hin. Alles klar. Überlebe. Das ist doch immer eine gute Quest. Ich gebe mir die größte Mühe. Mal schauen, ob es klappt. Und wir haben es geschafft. Alter. Ich witter den Sturm in deinem Blut. Du stinkst nach Ewig. Wesen wie du sind Abscheulichkeiten. Wer zur Hölle bist du? Outrider. Unmöglich. Welch ungenutzte Kraft. Welch Verwirrung. Du willst antworten. Egal, was du früher warst, jetzt bist du etwas Neues. Ein zweites Leben. Verstände es nicht. Wer war das? Lord Seth. Er ist verändert. Ich bin ein kleiner Mann. Kleiner Mann. Verändert? Was soll das heißen? Du weißt nicht, was du bist. Wo hast du die Uniform geklaut? Hab ich nicht, ist meine. Ja? Wenn du echt ein Outrider bist, kämpfst du auf der falschen Seite. Hä? Was redest du da, Mann? Ja. Der Grand Marshal erklärt's dir. Komm. Gruseliger Typ. Aber zumindest werden wir gleich aufgeklärt, was wir denn eigentlich sind. Das ist schon mal schön. Wo ist sie?
Was ist das? Los, los! Dann tut, was ihr tun müsst, Lieutenant. She-Ra? Du lebst noch. Du klingst ja fast enttäuscht. Du warst bei denen. Hast du Informationen? Du willst mich doch verarschen, oder? Ich muss einen Krieg gewinnen. Du hilfst mir oder gehst zurück in den Kälteschlaf. Heute ist groß, dass er uns wieder sieht. Warte. Ich bin gerade in Matsch und Scheiße aufgewacht. Ich habe wer weiß wie lange geschlafen. 31 Jahre. Seit 31 Jahren sehe ich die Leute kämpfen und sterben, während du gemütlich geschlafen hast. Entschuldige also, dass ich keine Willkommensparty schmeiße. Haben sie uns ja nicht Was rausgesucht. Was ist mit dir passiert? Die Anomalie. Das ist passiert. Du meinst den Sturm? Wir haben gesagt, sie sollen nicht landen. Alles, was fortschrittlicher als ein Dieselmotor war, wurde zu Schrott. Alle Daten gelöscht. Keine Landwirtschaft, keine Medikamente. Es ist wieder so, wie es auf der Erde war. Wir töten uns gegenseitig für das Wenige, was übrig ist. Warum seid ihr nicht woanders hin? Die Outriders hätten... Die Outriders sind tot. Was? Die Anomalie hält uns in diesem Scheißtal fest. Wir können nirgendwo hin. Verstehst du nicht, oder? Denkst du, du träumst? Das ist real. Glaub mir, verdammt real. Ob's dir gefällt oder nicht, du steckst hier fest in Matsch und Scheiße. Wie der Rest von uns. Du hättest nie aufwachen sollen. Ach, weil das hier verpassen muss. Grand Marshal, wir kamen zu spät. Die Bluthunde brachten ihn in den Untergrund. Tja, holt ihn zurück. Es ist unsere Seite, aber nicht unser Revier. Ich will wegen Jakob niemanden verlieren. Jakob? Er ist noch am Leben? Tja, nicht mehr lange, fürchte ich. Dann werde ich ihn suchen. Ma'am? Vergiss es. Wird schon erledigt. Jakob lebt noch. Das ist doch prinzipiell schon mal schön. Weltstufe. Wenn du eine höhere Weltstufe einstellst, wird das Spiel schwieriger, aber du hältst doch bessere Beute. Wähle eine der Weltstufenkarten mit aus, um eine andere Stufe einzustellen und hol dir deine Belohnung. Ah, okay, cool. Das heißt, wir spielen ja gerade in der 1. Weltstufe 2 wäre einfach. Gegnerische Stufe minus 1. Im Vergleich zu dem, ne, hier minus 2. Stufe der Beutegegenstände minus 1. Sicherheitsmodifikator 90%. Na gut, wir nehmen natürlich... Ah, wir können eine Belohnung abholen. Eine Belohnung abgeholt. Und Weltstufe einstellen. Haben wir. Okay, wir können anscheinend hier ständig den Schwierigkeitsgrad ändern. Um besseren Loot zu kriegen. I, um das Heldenmenü zu öffnen. Da schauen wir doch mal. So, Fähigkeiten. Wähle einen Gegner aus und ziehe ihn zu dir, wobei du ihm 34 Schaden zufügst, 34 Leben entziehst und einen Asche-Effekt verursachst. Und das hier drüben kennen wir schon. Wähle für dritte Fähigkeit, haben wir leider noch nicht. Ach du Scheiße, das nenne ich meinen Skillbaum. Ich glaube, da haben wir noch einiges vor hier im Spiel, aber cool, ja? Also ich finde es mega geil. Generell Spiele, bei denen man aufleveln kann, bessere Rüstung sucht. Und halt einfach nur Gegner grindet, farmt, wie auch immer. Rohstoffe farmt, so rum. Das ist mega geil, also riesen Skillbaum. Wir haben noch eine Karte. Das Wiedersehen, das heißt, da wird dann wahrscheinlich der Jakob sein. Und es gab noch einen Tagebucheintrag. Gut, das wird mir dann doch zu lang. Obwohl, ich lese es noch vor, aber wenn es in Zukunft noch so lange Texte sind, dann macht bitte Pause, weil das wird zu viel. Vor 31 Jahren bildete das einst grüne Tal, das sich zwischen dem Wald und den Bergen erstreckte, die bewohnbare Zone. In diesem kleinen Bereich schlugen die ersten Kolonisten auf Enoch ihr Lager auf. Jetzt ist das Tal eine aus Schützengräben und ärmlichen Siedlungen bestehende Kriegszone. Bunker, Gräben und verwirrendes Labyrinth aus Schützengräben durchziehen das Tal. Diese Monotonie wird nur von Festungen und größeren Bunkeranlagen unterbrochen. Die nördliche Region wird von Rebellen gehalten, die südliche von der ECA. Die Front verschiebt sich ständig und entspricht nur selten einer geraden Linie. Der ganze Konflikt stagniert schon seit längeren und beide Seiten erzielen so viele Siege, wie sie Niederlagen erleiden. An den Frontlinien findet man die Unglücklichsten, die rudimentären Behausungen leben.
die kaum Schutz vor Regen oder Anomaliestürmen und noch weniger Schutz vor dem Artilleriefeuer bieten. Sie leben im Prinzip in Außenposten und wenn sie morgens allzu hoch aus dem Bett springen würden, wäre ihnen die Kugel eines Scharfschützen so gut wie gewiss. Ja, klingt doch auf jeden Fall nach einem schönen Leben. 31 Jahre haben wir geschlafen. Dann wird's uns auch noch vorgeworfen, obwohl sie uns in den Schlaf geschickt hat. Und die Welt hat sich ganz schön verändert. Ja, wir machen uns jetzt auf den Weg zu Jakob. Hoffen mal, dass wir ihn retten können. Hätten wir wenigstens noch einen Freund aus der alten Zeit. Weil sie scheinen nicht so gut gestimmt. Wäre schon cool, wenn wir noch jemanden hätten, der etwas besser gelaunt ist. Ich danke euch erstmal fürs Zuschauen. Morgen 17 Uhr geht's dann weiter. Bis dahin, macht's gut.